Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. Der letzte Part ist auch wieder ein bisschen länger geworden. Und wir müssen eh schon darüber. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück und schauen, dass wir gut, der Zug hilft uns hier noch nicht viel. Schauen wir, dass wir die restlichen Sachen holen, die wir noch brauchen. Wie beispielsweise Strom, Mauern brauchen wir. Kippensprengstoff. Ja, doch, das war schon das Richtige. So, dafür benötigen wir Sprengstoff mal wieder. Das nehmen wir auch gleich mit. Und fertig, wie es aussieht. Jawohl. Gut gemacht. Jetzt auch schon mehr arbeiten, oder? Mhm. Gut, Sprengstoff. Hier ist Sprengstoff. Was haben wir gesagt, brauchen wir noch? Mauern. Da werden wir ein bisschen Pech haben. Es sei denn, warte, wir können ja auch selber welche machen mit den Ziegelsteinen, die hier sind. Ups.
Kann sein, dass der rückwärts noch langsamer fährt. Rückwärts um einiges langsamer. Gescheißen. So. So. So, das hier ist der Hinweg. Da müssen wir schon ein bisschen früher abzweigen. Mhm.
Ja, da fehlt mir immer noch ein Tank. Was wird das für eine Scheiße? Wieso, wenn ich so mache und jetzt Shift drücke, macht auf einmal sowas hier. Ach so, das ist, dass der das direkt hier anschließt. Okay. Ah, vielleicht macht das dann doch Sinn. Okay. Öl 2. Noch Verteidigung aufbauen. Na, ob das reichen wird. Ich fürchte ja fast nicht. Ne, das geht sie nie aus. Viel zu wenig. Ah, wir können ja noch. Ne, wir können nicht nachbauen. Scheiße. Tor. Doch, es ging sich aus. Doch, es ging sich sogar aus. Das hätte ich mir nicht gedacht. Okay, schön. Als nächstes wieder Türme. Ah ja, natürlich. Ja, wir müssen dringend mal schauen, dass wir Artillerie bauen. So. Alles verbunden hier. Nö, nicht ganz. Oh, doch, die sind hier verbunden. Gut. Perfekt. So, Öl 2 bis voll und dann hierhin bis leer. Go.
Also außerdem brauchst du noch Waggons. Nein. Base. Aha, er findet keinen Weg zum Öl dann. Okay, das muss man sich anschauen. Boah, der tut sich echt schwer beim Ziehen. Aber gut, das ist auch nicht auch nur Kohle. Das Einzige, was noch schwächer wäre, wäre Holz. Achso, uns fehlt natürlich ein Signal dort, oder? Das wird's sein. Ziel nicht erreichbar. Warum denn? Du fährst hier lang. Darauf und kannst hier abzweigen. Aber egal, das ist erstmal wurscht. Wir brauchen ja noch eine Stromversorgung. Oder wir machen das mit PV-Anlagen dort. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann sparen wir uns das Ganze nämlich vielleicht. Wir probieren es mal aus. Nicht hier an den Signalen, oder? Nö, das hätte mich auch gewundert. Raketentreibstoff haut echt rein. Oh! Verstehe. Ja, jetzt ist das klar, ne? Da hat noch was gefehlt. Und jetzt haut es auch hin. Und mit Raketentreibstoff ist auch echt schnell unterwegs. Okay, dann haben wir aber zu wenig Mauern höchstwahrscheinlich. Nicht, dass die hier besonders ausreichen werden.
Haben wir Akkus dabei? Nein, gell? Natürlich nicht. Okay, genug Power da. Sie arbeiten. Wir müssen halt schauen, dass wir hier noch Akkus aufstellen. Die können wir dabei mal anfüllen. Wir schauen, dass wir Akkus und noch ein paar Solarpaneele holen. Und sie lassen hier unten nicht locker. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!